Also das hier war der Vorgarten. Wir haben Vorabend, so um 6, 6:30, da kam eine Gruppe Männer. Und einige in NSA-Uniform und andere zivil. Und sagten, jetzt müsst ihr raus, wir wollen das Haus anzünden. Da wurden wir doch neugierig und da sind wir vier. Die Lehrlinge, also wir waren damals 14 Jahre alt, sind wir aufs Dach gegangen. Das war ja ein flaches Dach. Und da sahen wir schon, inzwischen war es ja dunkel geworden, und da sahen wir schon den Feuerschein über der Stadt. Und dann am nächsten Morgen, und da wussten wir also, die Synagogen brennen. Nürnberg, ja. Sehen, wo das Auerbach stand. Die hat hier schon früher gestanden, ja? Wo sind wir? Stimmt, der geht vor Ihnen. Die uns verfolgt. Und dann am nächsten Morgen, als wir wieder zu unseren Schulen fahren wollten, oder gehen mussten, da lagen schon überall die Scherben. Deswegen nennt man es ja auch die Kristallnacht, weil es glitzerte überall. Ich habe nie Angst gehabt, aber Wut. Und ich bin ja ganz fest davon überzeugt, dass die Kristallnacht, das war der Anfang des Holocaust. Haben Sie die? Das ist aber eine Kombination. Ja, das ist, hier bin ich gezeichnet, hier bin ich ausgezeichnet worden. Das war die Diktatur Deutschland, das war die Demokratie Deutschland. Können Sie mir das auch?